Das sieht echt ungewohnt aus, sieht so leer aus. Warte mal, wenn man hier von hinten kommt, ne? Ich will ja immer, dass es nicht nur von vorne gut aussieht, ich will jetzt, dass es von überall gut aussieht. Wenn man von hier kommt, das... Ja, die Kirche verschwindet da schon fast hinter, ne? Dass man das hier, Haus hier, das... Muss ich sagen, mittlerweile stört es ein bisschen. Ich meine, ich fand das eh nie sonderlich hübsch. Ich habe eigentlich auch keine Lust, es wegzureißen. Wir kommen halt hier hin, das passt auch. Also echt... Nee, Mama. Weiter nach links will ich da aber auch nicht mit, oder weiter nach vorne, oder? Boah, es verschwindet echt ein bisschen. Man könnte es ein bisschen nach links und ein bisschen nach vorne ziehen, tatsächlich noch. Huh. Aber da müsste ich den ganzen Grundriss hier neu machen. Nee, ich lasse es jetzt einfach so. Ich lasse es so. So, eben andere Musik hier. Bevor ich nämlich das hier alles nochmal wieder wegmache. Also das wäre, ich meine, klar, ich bin bei einigen Sachen halbwegs schmerzlos. Aber das muss auch nicht sein jetzt. Ich glaube, das hätte ich nicht aus Stein machen sollen. Das geht bis hierhin. Das heißt, der ist zu viel. Ich mache zumindest erstmal als Grundriss das hier so. Hier sind wir dann auch 4 breit, genau. Wunderschön. Da sind die ersten 20 schon wieder weg. Das geht immer so schnell. Ich denke mal, von der Größe her, vom Innenraum her, soll es auch passen, ne? Das sollte, ja, nicht zu eingeengt sein, oder? Ich meine, das Ding darf halt nicht so wahnsinnig riesig als Brocken da rumstehen. Oder man macht es noch so ein in beide Richtungen. Wobei, nee, wenn das hier ist. Es ist breit genug. Und muss hier nicht übertrieben werden hier. Auch hier hinten, dass man das halb rund so hält, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Genau hier. Ich baue da einfach mal so eine zweite Schicht überall drauf. Beziehungsweise, ich könnte eigentlich, na, ich fange mal mit der Seite hier an. Und wie gesagt, falls das hier dann nicht aussieht, dann können wir das Haus einfach weghauen. Oh yeah, weil, obwohl, das da ein bisschen nach vorne da machen? Das Haus hier weghauen ist auch so eine Sache, ne? Will ich eigentlich nicht. Wenn ich hier quasi den Teil hier vorne hinsetzen würde, wie sieht denn das dann aus? Nicht wesentlich anders wahrscheinlich. Ich probiere das mal aus. So. Na, mach. Bau. Dann da so hin. Wie ist denn das da, hä? Ich meine, wenn ich jetzt von der Idee her schon mal weiß, wie das da so ist. Ja komm, das ist viel, viel besser. Der Bereich da vorne muss zwar noch ein wenig dann... muss noch ein wenig angeschönt werden, dass der Weg da hochführt. Oder vielleicht noch einen zurück, das Ganze hier. Wäre vielleicht auch noch ganz praktisch. Sorry, dass ich das jetzt nochmal hier umändern muss. Aber es ist schöner dann. Glaube ich. Ich habe die Vision, dass es gut sein könnte. Auch wenn es gerade sehr verwirrend ist, wo jetzt hier neu und wo alt ist. Und die schöne Spitzhacke. Muss leiden. Nee, das war... Das war alt. Hä? So, das ist hier Dredd und Ted. Das ist echt nicht wesentlich versetzt, ne, zu vorher. Aber, warum auch nicht? Warte mal, hä, was habe ich denn hier jetzt gemacht? Genau, das hier war 3 nach hinten und dann nach außen hier. Und das hier dann nach außen. Das ist echt gerade ein bisschen verwirrend hier. Tja, naja, so ist das. Das Leben eben. Ich darf jetzt nur keine Steine verschwenden hier. Aber ich muss sagen, sonst von der Größe her, denke ich mal, geht das Ding. Wahrscheinlich sieht es, wenn man die Wände da hochgezogen hat, ein bisschen klein aus im ersten Augenblick. Ja, wenn man hier drinnen steht. Wenn man das dann... Wobei, ja... Wenn man in der Mitte ist, dann kann man zu beiden Seiten 3er Reihen an Bänken dahin packen.
könnte sogar schon funktionieren. So. Ich meine, es müsste ja auch nicht, das waren zwei, ne? Es müssen ja auch nicht zwei sein, was dann nach außen geht. Kann ja auch was anderes sein, meinetwegen. Eine andere Größe hier. Wow, ich kann das wiederverwerten. Hab gefahren. Da wäre jetzt so ein Boxhandschuh ganz gut, wo man mit einfach mal hier durchschlagen kann bis zur Unendlichkeit. Oder halt einfach Creative Mode. Sowas in der Art. Von der Effizienz her, dass man sowas schnell wieder abbauen kann. Aber ich meine, es geht ja auch. Es ist ja immerhin Effizienz 3, was wir hier auf der Spitzhacke haben. Das ist ja schon nicht in Ordnung. Also schon nicht von schlechten Eltern. In Ordnung ist es schon. Ah. Von daher darf an der Stelle zumindest kein Jammer entstehen, denke ich mal. Und wenn, dann jammer ich. Na, also wenn ich jemand jammert, dann bin ja wohl ich das. Kennt man ja auch von mir. Ich bin ja immer so der jämmerlichste Typ, den es auf der Welt gibt. So, sehr gut. Schwupps, dann hier rüber und da. Und das ist dann hier der finale Ausleger, genau. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann aussieht am Ende. Ob das sich jetzt gelohnt hat, die Video wegzumachen. Aber ich meine, klar, wir haben es innerhalb von weniger Nanosekunden wieder aufgebaut jetzt hier. Das passt schon. Ist noch falsch. Ne, das war schon richtig. Aha. Genau, hier geht er dann raus. Da auch. Ich weiß halt nicht, ob die Fenster zu klein sein werden. Wahrscheinlich schon. Aber, naja, muss man halt weniger Fenster putzen. Ist auch gut. Hä? Es sind drei. Bin ich hier falsch? Ach nee, hier wollte ich das. Wobei, wollte ich das so machen? Würde ich das so machen? Eigentlich kann es noch fast einen kürzer werden hier, oder? Dass wir hier dann ein Fenster hinpacken können. Ne, so wie das da hinten auch geplant ist. Ist halt die Frage, dann muss es jetzt in der Höhe da sein. Ja, ne, eigentlich schon. Wobei, es muss sowieso ein höher. Aber hier hinten kann das ja ruhig tiefer sein. Das geht ja auch sogar. Wobei, ich glaube, das sehe dann seltsam aus. Also tiefer, weil hier der Untergrund gerade sehr schief ist. Oder halt ein bisschen schief, nicht sehr. Das sieht jetzt gerade auch wie ein Fenster aus, soll keins sein. Hier soll ja dieser Pfeiler-Gedingse dahin. Damit sich das abstützt hier. Finde ich, glaube ich, ganz nett, dass es dann so aussieht. Sollte eigentlich noch ein bisschen höher gehen, dass es bis zum Dach reicht. Das haben gerne mal ältere Kirchen. Na, da gibt es ja hier die ganzen, auch bei Kathedralen, die Sachen, die ganze Stützen, die da von der Seite kommen. Ich meine, so was Hohes zu bauen, war damals echt nicht einfach. Stahlträger und sowas hatten die da nicht. Und entsprechend muss man sich was anderes überlegen, wie man so ein Dach zum Beispiel abstützt. Das sieht natürlich auch noch klasse aus, ne, wenn da ganz viele Pönöpel noch so an der Seite sind. Noch ganz viele Bögen und solche Geschichten. Das war komplett falsch. Also auch zu hoch, ne? Deswegen auch hier, ich meine, es ist keine Kathedrale oder halt die weltkleinste Kathedrale überhaupt von Welt. Ich brauche hier drin echt ein Baugerüst. So, wunderschön angehäuft. Die professionellen Häuffirmen sind ein wenig neidisch. Auf diesen Skill, der da gerade beim Häufen hier aufgewiesen wurde. So, das ist, denke ich mal, okay, wenn man das so macht. Ist es zu hoch? Ja. Hä? Warum? Ist doch gar nicht zu hoch, ey. Was mache ich denn da? So, Fenster. Ne, ist eben noch die Frage. Fenster 2 oder 3 hoch? Das sieht sehr seltsam aus.
Ich kann mir dann den Boden noch ein bisschen aufschütten. Sonst geht das gar nicht. Sondern das hier ein bisschen höher lässt. Und ich merke gerade, es wird Nacht. Das merke ich nicht immer beim Bauen. Ist eher sogar eine Seltenheit. Ich merke dann irgendwann, oh, es ist komplett dunkel und da stöhnt jemand rum. Das ist meist so das Erlebnis dann. Ich meine, man hat zwar meistens ein Schwert dabei, aber naja, ne, man muss ja nicht übertreiben. Von daher fast ein Highlight, dass ich das jetzt selber erkannt habe, dass Nacht ist. Wir können das ja so machen, wenn die Kirche denn mal fertig ist, dann können wir da tatsächlich einen Tageslichtsensor reinpacken und dann darüber Notenblöcke antriggern lassen, dass man weiß, aha, es ist jetzt Tag oder es ist jetzt Nacht oder es ist jetzt so und so viel Uhr meinetwegen auch, dass man sich da was ausdenkt. Wird vielleicht ein bisschen schwierig, vielleicht müsste man das dann in den Berg hier reinbauen. Ich meine, Töne gehen ja auch durch die Blöcke durch. Das ist okay, ne, von der Größe her. Was denn hier hinten allerdings passiert, weiß ich auch noch nicht so ganz. Könnte man einen da zurückziehen? Das hinten muss irgendwas Schönes sein, da muss man viele, viele Fenster noch haben. Da muss man ganz viel durchschauen können. Das muss nach was aussehen. Habe ich das jetzt? Das habe ich auf der Höhe hier schon gemacht. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch noch Steine. 41 Stück habe ich noch. Es ist vielleicht, dass das so vorgezogen ist. Sieht im Moment noch ein bisschen seltsam aus. Ich weiß nicht warum. Das kommt dann hier. Machen wir so. Ich glaube, das passt dann besser, ne? Machen wir das mal so hier. Ich meine, klar, das wird dann eh noch ein bisschen anders werden. Hier mit den ganzen Stufen und sowas. Ich glaube, das muss flacher hier reingehen. Es muss dann hier schon vollständig sein. Hier zwischen müssen dann die einzelnen Stufen sein. Und dann kann das da hochgehen. Wobei, nee, ich weiß noch nicht genau. Keine Ahnung. Ich mach die mal weg. Genau, da oben geht das dann zu. Das ist nett. Da könnte man noch ein Fenster reinpacken, ist aber ziemlich sinnfrei. Ich versuche mal, das hier relativ fix auch, was heißt fix, aber ne, dass man hier das nicht erstmal hier die ganzen Details bastelt und dann kommt der ganze Rest, der eigentlich hier formentscheidend ist, sondern dass ich direkt auch Formaria hier betreibe. Dass wir da ein bisschen, ich meine, es hat bei der Stadtmauer ja auch funktioniert, so mehr oder weniger, dass wir da erstmal in erster Linie Form gebaut haben und dann Details rein. Wobei eine Stadtmauer auch noch was anderes als so eine Kirche ist hier. So, drei wieder, das ist hier tipptopp. Ich habe keine Steine mehr, super. Aber es sieht gut aus, muss ich sagen, bisher gefällt mir das gut. Nicht, weil ich es gebaut habe. Okay, bis auf den Eingang, der ist vielleicht noch ein bisschen... Boah. Ich glaube, das muss doch anders da. Da muss man nicht noch extra so einen Bogeneingang haben vorne, glaube ich. Ich meine, es ist zwar auch fast Standard, dass man sowas hat, zumindest bei älteren Kirchen, dass man die Tür halt in so einem Bogenabschnitt hat, dass da quasi immer kleiner wird und dann ist am Ende dann eine Tür drin in dieser Bogenform. Aber ich glaube, das wird bei der Größe, wie wir da gerade bauen, nicht möglich. Behaupte ich. Ja, wir haben unfassbar viele von diesen Steinen hier. 4 Stacks. Ja, ja, ja. Sollte erstmal hier. Für die nächsten 3 Minuten sollte es reichen. Wenn ich nicht ausrutsche. So. Ach, das hatten wir auch aus den Steinen gemacht. Genau, das andere aus Cobblestone, das hier ist wieder aus denen, die wir gerade mit dabei haben. Ist auch ganz gut so. Man könnte es noch ein höher machen hier. Das mit diesem Bogending sie da höher macht. Ich weiß noch nicht genau, der Turm soll am Ende oben nur 4x4 breit sein und nicht 6x6 oder sowas. Müsste also irgendwo noch schmaler werden. Zumindest ist ja meine aktuelle Vorstellung so.
Ich meine, ich kann mal hier einfach mal das so hochziehen. So testesweise einfach mal. Wie das denn aussieht. Ich meine, das ist für, eine, also für meine Verhältnisse unfassbar gerade mal als Konstruktion hier. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Weil es einfach nur gerade hoch geht hier. Und vor allem... Ich überlege gerade, da oben haben wir ja auch auf der Spitze eine ungerade Zahl, also für den Turm eine ungerade Zahl gehabt. Finde ich an sich auch, ehrlich gesagt, besser, weil man in der Mitte dann halt eine schöne Spitze dahin zimmern kann. Das Dach kann man einfach schöner gestalten an der Stelle. Allerdings die Tür da unten, das geht dann nicht. Da kann man dann keine doppelte Tür reinmachen. Ich meine, man kann auch eine einfache Tür da reinmachen, aber Kirchen zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass die so eine schöne... So eine schöne, dicke, wuchtige Eingangstür haben. Oder man macht das so, dass man außenrum aus Holz quasi simuliert. Ja, wenn ich das noch einen breiter mache, sah von oben viel höher aus. Ha. Oder den Turm nur drei breit oder sowas? Das wäre auch sinnlos. Wobei. Wäre das sinnlos? Ich glaube, ich verrenne mich gerade wieder in Details. Wobei das als außer grundlegende Details sind jetzt hier. Mir gefällt der Eingang nicht. Das ist das gleiche Problem, was wir oben auch gehabt haben. So ist schön. So ist tatsächlich... Naja, schön nicht, aber interessant. Das könnte fast Kunst sein. Wir gucken den jetzt mal an. Lalala. Lala. So ist doch schön. Tja, das ist modern, sag ich mal. So baut man Kirchen heute. Sieht kacke aus, aber erfüllt auch ihren Zweck. Also ein 3x3-Turm ist auch ziemlich albern eigentlich. Das sieht, aber 5x5 ist auch... Ich möchte da auch schon gerne noch so eine Spitze da oben drauf haben, wieder. Auf dem... Dächlein da oben, auf der Spitze da oben. Das ist ja 5x5. Also die muss nicht ganz so wuchtig dann werden, aber vom Prinzip her. Ich finde das so fast gar nicht so schlecht. Ja, sieht nur dämlich aus. Wenn man hier vorne das von Grund auf, sag ich mal, von hier unten raufzieht. Ich wollte eigentlich gerne, dass das in der Mitte ein wenig auseinander geht. Wobei man das auch anders machen kann. Das kann man auch hier vorne so machen, bestimmt. Das ist hier, also der vordere Teil, der darf eigentlich nicht breiter werden, also darf nicht schmaler werden. Wenn man das so macht, ich denke mal, das geht voll in Ordnung. Oder halt in der Mitte darf es halt nicht schmaler werden. Oh, das ist auch... Boah. Löst immer noch nicht das Problem des seltsamen Daches, aber das kriegen wir bestimmt auch hin. Ich denke mal auch, dass ich das Dach auch aus Holz machen werde. Schönes Fichtenholz, mit schön dunkel und alt aussieht. Geht das da so? Ich glaube, ich darf das echt nicht breiter machen hier unten. Zumindest nicht hier vorne in diesem Bereich. Ist ja interessant. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann doch nicht so gut aussieht. Ich meine, ich probiere ja auch immer meist nur rum. Ungerade Zahl. Ja. Ich probiere es mal aus, wie es ungerade aussieht. Ob es dann zu schmal wird. Ich meine, das wird halt mit dem Gebäude hier nicht passen. Mit dem Rest da drum herum, da drunter. Aber ich glaube, es könnte... Also würde von den Fenstern, die da oben dran sind, auch besser aussehen. Na, komme ich da ran? Nein.